Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Magic Arena. Heute ein ganz kleines Gameplay. Ich habe leider nur Zeit für ein Spiel, denn ich muss ganz viele Sachen vorbereiten. Aber gute Nachrichten, es geht nämlich um den allerersten Stream wieder. Ich will mit Magic Arena wieder im Stream-Format anfangen und ihr müsst auch nicht lange warten. Morgen soll es losgehen. Erster Teststream am frühen Nachmittag. Die Zeit steht noch nicht hundertprozentig fest. Falls ihr dabei sein wollt, könnt ihr ja schon mal ein Follow auf Twitch da lassen. Findet ihr alles in der Videobeschreibung. Und wer es vielleicht morgen gar nicht erwarten kann, kann vorher schon mal auf den Discord-Server kommen. Da seht ihr dann auch schon, wenn ich schon online bin, dann geht's bald los quasi. Also vorher kleiner Treff im Discord und im Anschluss dann Magic Arena Stream. Aber keine Sorge, wer keine Zeit hat morgen, das Ganze wird von mir aufgenommen und dann auf YouTube hochgeladen. Ich bin aber kein großer Fan davon, einen kompletten Stream auf YouTube hochzuladen. Ihr werdet auf jeden Fall eine bearbeitete, geschnittene Version sehen. Finde ich einfach viel besser auf YouTube, quasi ein Best-of der Spiele. Alles rausgeschnitten, was nicht dazugehört. Wird also ein cooles Video, das soll dann auch einen Tag später spätestens immer online sein. Also es wird auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz coole Sache und wenn ihr morgen mit dabei sein wollt, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ja, deswegen heute ein schnelles Game, wobei ich wollte halt ein Deck nehmen, wo das Game vielleicht 1, 2, 3, 4 Minuten länger dauert. Deswegen spielen wir heute Esper Mill. Mal gucken, ob wir da einen passenden Gegner finden für ein schönes Spiel. Rund um die Corrosion als unsere Haupt-Mill-Karte und das Ganze eben verpackt in einem Esper Control Deck. Mir macht das Deck richtig Bock. Wir hatten länger jetzt auch schon kein Control Deck mehr. Ich habe hier auf Counterspells ganz bewusst verzichtet. So finde ich das Deck einfach am besten. Und ich glaube, das dann auch ganz cool so zum Zuschauen. Wird auf jeden Fall ein spannendes, interaktives Spiel, denke ich mal. Wir haben viele Planeswalker, Teferi, ein Dovin-Bahn testen wir heute. Mal gucken, ob wir den ziehen. Ist auf jeden Fall ein cooler Dude, guter Life-Gain-Effekt mit Card-Draw und gut gegen Agro-Decks allgemein. Also das wird schon ganz cool. Dann Eldest Reborn wollte ich mal nochmal ausprobieren, gerade mit den Planeswalkern zusammen. Eine sehr gute Karte, einfach um Kartenvorteil zu machen. Den einen Nexus aus dem Ramp-Deck zocken wir. Auch eine super Karte mit Planeswalker, ein bisschen Mass-Removal. Viermal Cast-Out, auch über Ixalans Binding, einfach weil wir es noch cyclen können. Generell gutes Allzweck-Removal, zweimal Glimmer, viele schnelle interaktive Removal, zweimal die Surge, dreimal der Siphoner, kann ein Early Blocker sein und auch zusätzlich Karten ziehen, zum Beispiel gegen Control-Decks, gar nicht mal so schlecht. Und zweimal der große, dicke Draw-Spell, Pull from Tomorrow, um später dann richtig ordentlich Karten zu ziehen. Wenn wir irgendwie zwei, dreimal die Corrosion im Spiel haben, gewinnt uns das halt sofort das Spiel. Ja, Mana Base, super simpel gehalten, viele Standardländer, zweimal das Rivulet als zusätzliche Mill-Karte, zweimal die Fortress, Meandering River, also ihr seht, ist in Ordnung mittlerweile. Ein Tower am Ende, zwei Evolving Rites, viermal das Hub und ja, wenn ihr euch die Deckliste eh kopieren wollt, um sie hier bei Arena zu importieren, einfach auf den Discord-Server gehen, dort sind alle meine Decklisten, da könnt ihr euch das auch direkt einfach kopieren. Ja, das war's zum Deck, alle wichtigen Infos, ich würde sagen, wir legen jetzt auch wirklich mal los, viel Spaß mit diesem Video. So, die Starthand sieht recht gefährlich aus. Wir haben halt nur das Hub für ein einzelnes schwarzes Mana. Ah, das ist echt ein bisschen gefährlich. Aber an sich in Ordnung. Drei Länder, vier Spells, auch ein paar schnelle interaktive Karten. Ist eigentlich eine gute Hand. Wollen wir es doch mal versuchen. Starten wir auch mit dem... Nein, falls unser Gegner... Turn 1 Lanova 11 oder sowas hat. Für den Fatal Push. Es läuft im Moment so viel Aggro rum. Ist auch okay, wenn wir im Boman Kurier abschießen. Gucken wir mal. Sumpf. Und. Okay, es sind die Zombies. Wollen wir unser einzelnes schwarzes Mana verbrauchen? Ja. Jetzt habe ich das Play so gemacht. Jetzt muss ich auch dazu stehen. Gucken wir mal. Mehr Fatal Push. Ah, wunderbar. Mehr Länder, das ist gut. Dann können wir nämlich bis zum Fumigate warten. Das ist auch in Ordnung. Und ja, die schwarzen Spells heben wir uns dann mal auf fürs Ende. Ja, wie gesagt, war nicht die optimale Starthand. Die Void. Heißt, wir spielen wohl gegen Mono-Schwarz. Zombies, denke ich mal. Die Void sehen wir ja eigentlich nur in farblos, in einfarbigen Decks. Das wollte ich sagen. Okay. Da bin ich mal gespannt. Scry nach oben. Jo. Definitiv
Agro-Zombies. Aber das können wir hinkriegen. Silhouette. Gar nicht mal schlecht. Haben wir wenigstens ein Removal. Und das ist gar nicht mal schlecht für den Dread Wanderer, weil der immer wieder kommt. Hier wäre Fatal Push auf jeden Fall schlechter. Und dann wollen wir eigentlich nur das fünfte Land ziehen. Länder, Länder. Und dann so ein paar Mill-Karten vielleicht. Vielleicht ein Planeswalker. Ein schöner Draw-Spell. Ah, die guten Karten werden gleich schon kommen. Unser Gegner macht jetzt auch nicht super viel. Lord of the Accursed. Ist okay. Ja, ich denke, das Sealaway ist hier immer noch gut aufgehoben. Zack, drei Schaden verhindern. Ah, da ist der Planeswalker, wir haben das Land nicht. Ah, come on, Deck. Irgendein Land, dann geht's hier richtig los. Lilianas Mastery. Die ist gut. Jetzt brauchen wir wirklich das Land. Oh, das wird sonst sehr viel Schaden. Jetzt kommt 100% das getappte Land als nächstes. Ein getapptes Land, oder? Nein, der Tower. Ja. Wir wollen nicht 11 Schaden nehmen. Das ist zu viel, besonders wenn er noch eine Mastery hat. Bisschen blöd, wenn er noch eine Mastery hat, dann hat er direkt wieder zwei 4-4er-Zombies. Lilianas Mastery ist einfach auch eine richtig gute Karte. Oh ja, Fumigate sehr gut und Teferi aufs leere Board. Das ist auf jeden Fall schon mal stark. So, ziehen wir mal. Dann signalisieren wir hier den Counterspell. Auch wenn wir gar keine haben. Zack, zack. Wunderbar. Haben den Fatal Push. Den will ich nicht unbedingt benutzen. Ich würde lieber den Siphoner legen, glaube ich. Oder The Eldest Reborn ist natürlich stark. Wenn unser Gegner jetzt nur eine Kreatur legt, dann auf jeden Fall Eldest Reborn. Falls der Teferi stirbt, können wir den dann auch noch wiederholen. Ah, das wäre auf jeden Fall das stärkste Play, würde ich sagen. Aber 6, 7 Mana mit dem Zombie-Deck. Entweder ist das hier alles Fatal Push. Ah, okay. Kommt noch eine Kreatur dazu, wäre echt gut. Ja, wunderbar. Perfekt. Dann ist Eldest Reborn auf jeden Fall richtig gut. Wunderbar. Noch ein Land. Gerne investiere ich da das schwarze Mana. Wunderbar. Nächste Runde. Falls unser Gegner seine Hand nicht komplett leer spielt, verliert er auf jeden Fall seine letzte Handkarte. Und wir kriegen dann in 2 Runden den Teferi zurück. Siphoner ist echt jetzt nicht mehr so gut gegen die beiden Deadlands mit so viel Mana. Das war das richtige Play. Return den Teferi. Aber dafür verliert er jetzt vielleicht seine Handkarte. Na? Perfekt. Wir haben immer noch kein schwarzes Mana gezogen. Unfassbar. Dann müssen wir uns wohl eine Kreatur von unserem Gegner wiederholen gleich. Ne, Fumigaten wollen wir auf gar keinen Fall für eine Kreatur. Da kann unser Gegner nochmal eine Kreatur topdecken. Scrounger ist tatsächlich ein guter Topdeck. Der kommt ja immer wieder. Unfassbar. Was beleben wir denn wieder? Wir haben nichts. Da ist der 2-3er ja tatsächlich am besten. Na, mal gucken, was wir ziehen. Ja, wir können eigentlich auch Endturn machen. Wir haben keine Plays. So, Glimmer. Glimmer ist wirklich gut. Ja, nehmen wir den. Nehmen wir den Lord raus. Ist okay. Ich würde auch ganz gerne Main Phase die Karte ziehen, glaube ich. So, so. Blau. Vielleicht finden wir jetzt das schwarze Land endlich.
Okay. Wollen wir den... Oh, der Dovin ist gar nicht mal schlecht. Ja, nehmen wir mal beide. Land, Dovin. Der macht mal minus 3, minus 0 auf den Zombie. Hier können wir noch halbwegs vernünftig blocken. Ich denke, wir enttappen mit ihm. Dread Wanderer. Auch nicht so schlecht. Er kann ja locker angreifen. Oder meinetwegen sogar noch die Deadlands opfern. Kein Angriff? Oh, danke. Das war nett von unserem Gegner. Ich hätte auf jeden Fall draufgehauen. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir endlich die schwarze Mana-Quelle. Oh, eine Corrosion. Sehr schön. Jetzt bloß nicht falsch tappen. Behalten wir mal das ganze farbige Mana. So, zack. Colorless, colorless. Blau. Erstmal die Corrosion. Und die mildt so viele von seinen guten Kreaturen. Das ist echt ein starker Gegner noch gegen uns hier. Ah, nee, Karten ziehen will ich nicht. Ich gebe lieber dem Zombie nochmal minus 3, minus 0. Und halt mir einfach den Fatal Push auf, würde ich sagen. Oder will ich den... Na, eigentlich will ich auch den Siphoner legen. Kriegt der Dovin auf jeden Fall 3 Schaden. Das ist aber okay, oder? Ja, würde ich sagen schon. Hier ziehen wir auf jeden Fall nächste Runde eine Karte, greifen an, ziehen noch eine Karte. Greifen wir mal nicht an. Gucken wir mal. Er kann ja easy angreifen. Gerade diese beiden Kreaturen. Ich frage mich, warum er nicht mit dem Scrounger angegriffen hat. Okay, er hat ein Land gezogen. Jetzt aktiviert er auf jeden Fall die Deadlands, oder? Nicht? Das geht nur Sorcery Speed, Kollege. Was ist hier los? Was ist hier los? Muss ihn doch abschießen. Wir blocken den Scrounger auf jeden Fall. Irgendwann hat er nämlich keine Kreaturen mehr, die er ins Exil schicken kann. Dovin nimmt 3, wie erwartet. Und ja, jetzt kann er sich 2 Mana aufhalten für ihn. Das hätte er in meinem Zug machen sollen, weil jetzt kann ich das Ding wieder mit Fumigate abschießen. Weil er bestimmt jetzt 4 Mana noch aufwendet für die Deadlands auf den Siphoner. 4, dann hat er sogar noch 2. Doch, das würde funktionieren. War trotzdem nicht das optimale Play, würde ich sagen. Ah, ist okay. Wir brauchen einfach nur einen guten Draw-Spell. Dann ist die Sache gegessen. Wir haben so viele gute Top-Decks. Ein Teferi würde auch reichen. Fumigate Teferi. Das ist schon ganz stark. Okay. Das war zu erwarten. Ah nee, er hat nur noch 1 Mana über. Dann war das tatsächlich richtig falsch, das Play. Oh, für minus 1 zieht er sogar die Karte. Das ist so gut. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay. Ja, ziehen wir die Karte. Es sieht nach einem Fumigate-Zug aus gerade. Eldest Reborn. Gar nicht mal verkehrt. Dann, ja, Fumigate. Zack, zack. Weiß. Weiß. Farblos. Zack. So kann er uns auf jeden Fall nicht angreifen. Deswegen hält man sich den Scrounger halt auf. Bis man jetzt in meinem Endstep wäre.
Dann hätte er den jetzt wiederholen können und dann hätte er noch angreifen können. Und er lag halt eine Runde einfach so auf dem Feld. Und topdeckt der noch so ein Ding. Das sind die besten Karten gegen uns. Aber wenigstens wehrt sich das Zombie-Deck. Das finde ich gut. 37 Karten noch. Ah, das wird gleich schneller gehen. Okay, er belebt sie wieder alle wieder. Jetzt spiele ich noch nicht mal den Fatal Push. Obwohl wir haben so wenig schwarzes Mana, will ich den Fatal Push doch spielen. Wir können einfach nochmal Mass Removal suchen. Notfalls. Er ist schon wieder komplett ausgetappt. Ja doch, komm, dann. Dann machen wir das. Vielleicht müssen wir halt alles einzeln aufräumen. Wir müssen jetzt mal Zeit kaufen. Komm, einmal den Megaspell ziehen. Nein. Kein Riv. Nein. Nein. Oh, ja doch. Oder? Wobei wir können, Dovi noch eine Runde am Leben erhalten. Ja, komm, machen wir das. Wollen wir mal so viel aus ihm rausholen, wie geht. Dann können wir nächste Runde nochmal eine Karte ziehen. Gucken wir mal. Unfassbar, dass wir keine Handkarten haben. Wir noch 36. Wir haben nur eine Karte mehr im Deck als unser Gegner und wir sind das Mill-Deck. Was ist hier los? Okay. Dann minus 3, minus 0. Auf den Kollegen. Perfekt. Mit den Rivulets können wir auch nochmal 8 Karten millen. Aber das machen wir später. So. Mhm. Ah, das geht nur zur Sorcery. At Sorcery Speed. Aber das geht halt immer. Hm. War schon stark. So. Mhm. Und? Nexus ist gut. Nexus ist sehr, sehr, sehr gut. Ah, jetzt kriegen wir den Extrazug mit der Saga und wir haben keinen Planeswalker im Friedhof. Wir kriegen... Verdammt, wir kriegen ihn auch jetzt nicht getötet. Ah, das ist nicht so schlimm. Wie viel Mana haben wir? Sehr viel. Oh, Teferi. Kriegen wir beide ins Spiel. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Schade. Ein Mana zu wenig. Nein, es ist ein Instant. Tricky, tricky. Das hatte ich noch gar nicht, das Szenario. Ja, dann Teferi. Dann ziehen wir eine Karte, enttappen zwei Länder im Endstep. Oh, jetzt kommt ein guter Endstep. Okay. Combat, Attack, End Turn. Enttapp zwei. Dann Nexus im Endstep. Yep. Zack. Und das letzte Mana. Resolve. Alles klar. Dann nächster Zug. Geil. Teferi, bester Mann. Okay, Mainphase. Eldest Reborn belebt. Eine Liliana, was kann die denn alles? Nochmal. Mill mich selber um 3 Karten. Ist jetzt nicht so stark. Nehmen einfach irgendwas. So. Er zieht eine Karte. Komm, wir brauchen noch eine Corrosion. Seal Away. Okay. Komm, komm, komm. Wo ist die zweite Corrosion? Search for Ascanta. Okay, wir können... Wie viel Mana hatten wir? 11, ne? Ziehen wir 9 Karten, Mill 18. Das reicht leider nicht. Wir können auf jeden Fall die Search legen, weil mit Teferi enttappen wir gleich wieder. Und ist auch erstmal in Ordnung. Unser Gegner kann noch einen Scrounger wiederholen. Das ist echt mies jetzt gerade, dass wir Mill spielen. Uiuiui, nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt darf unser Gegner nochmal einen Zug haben. Oh, Nexus und Teferi, das war eben ein nices Play. Im Endstep noch den Extra-Zug kassiert. Aber ist okay. Zum Glück sind das alles keine Zombies, also gut, die drei hier.
Schönes Matchup. Schönes Matchup. Jedes andere Agro-Deck wäre jetzt schon tot. Schon lange tot. Aber das macht richtig Spaß gerade. Das ist ordentlich Schaden. Aber wir sind recht nah auch dran am Kill, würde ich sagen. Kurz gucken, wie er angreift. Eins. Ob wir jetzt Seal Away machen oder Pull. Wir haben halt zwei Pulls im Deck. Wir können halt auch immer noch doppelt Seal Away plus den Pull spielen für x gleich 5. Mit 10 Karten und wir haben 6 neue Karten dann mit unserem Draw Step. Das reicht eigentlich. Hier können wir jetzt einen blocken, zwei Exilen, dann wird Teferi sogar überleben. So, du kommst weg. Dann weiß. Farblos. Du kommst auch ins Exil. Dann würde ich gerne blocken. Sieben Mana haben wir noch über. Habe ich ja alles richtig gezählt. Dann x gleich 5. Und dann ziehen wir noch im Draw Step eine Karte. Da wird ja wohl irgendwas jetzt dabei sein. Okay, Fumigate ist schon mal Killer. Das zweite Pull auch perfekt. Und eine Corrosion. Perfekt. Perfekt. Das getappte Land kriegen wir eh nicht mehr ins Spiel. Zack, dann haben wir hier erstmal 5 Trigger, sind 10 Karten. Dann Draw, Nexus ist auch gut. Transform, Draw Step. Dann zack, zack, blau. Oh, ich bin nicht in meiner Main Phase. Allerdings ist das Spiel jetzt so korrekt hier mit den Phasen. Will ich mal nichts sagen. So. Dann Corrosion. Dann einfacher Teferi-Draw. Ja. Wir haben's. Freunde, wir haben's. Alles klar. Zack, 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 zack. Wollen wir das komplett ausnutzen im Endstep? Wobei, ist jetzt nicht so relevant. Ich will nur gucken, wie viele Trigger ich auf den Stack kriegen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. X gleich 10. Wunderbar. 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 Wir haben halt nicht ganz so optimal gezogen und hatten einen recht starken Gegner, aber das kann man eigentlich schon ein paar Züge vorher hinkriegen. Aber ja, nice. Hat funktioniert. Geiles Game. Sehr geiles Game. So, Discard, zack, wo sind meine Trigger? Wumm. Wunderbar. Wunderbar, unser Gegner kann keine Karte mehr ziehen und hat dadurch das Spiel verloren. Wunderbar, so soll es sein. Oh ja, da wird noch ein bisschen gearbeitet im Hintergrund. Das war doch mal ein schönes Game und unser Gegner ist explodiert, decktot. Ja, oh, das hat Spaß gemacht, aber GG an mein Gegenüber, starkes Deck, gutes Game. Jedes Agro-Deck hätte sofort schon verloren gehabt am Anfang nach dem ersten Fumigate. Ganz cool, wie die ganzen Karten immer wieder gekommen sind. Starkes Agro-Deck und ja, das war's schon für das Game von heute. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch da lassen und ansonsten sehen wir uns morgen vielleicht live im Stream, ansonsten dann quasi beim Zusammenschnitt hier wieder auf YouTube. Danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.